eine andere EU hinzuarbeiten, ist die größere Liebeserklärung an Europa, als zuzulassen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn der jetzige Zustand der EU, der spielt den Rechten und den Marktliberalen in die Hände. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist unsere Verantwortung. Für oder gegen Europa ist im Kern unerheblich. Die Rechten wollen ein autoritäres und ein kapitalistisches Europa. Und wir wollen ein friedliches, ein demokratisches und soziales Europa. Das ist die klare Alternative. Um die wird gestritten. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, ergreifen Partei für alle, die für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen. Für alle, die nicht ertragen, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Für alle, die nicht länger akzeptieren wollen, dass Profitgier die Umwelt und das Klima zerstört. Und wir brauchen die EU für den Frieden. Es ist schon gesagt worden, wenn die EU wirklich kaputt geht, kehrt auch der Krieg nach Europa zurück. Von Menschen auf See ist eine Pflicht, nicht bloß ein Recht und gewiss kein Verbrechen. Europa, das ist für mich die Seebrückenbewegung. Europa sind die Kolleginnen und Kollegen von Amazon, von Ryanair, die für gute Arbeit, für gute Löhne kämpfen. Europa, das ist für mich die Mieterinnenbewegung in Deutschland, in Spanien, in verschiedenen Ländern Europas. Europa, das sind für mich die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag auf die Straße gehen für eine gerechte und nachhaltige Umweltpolitik. Die Armut der einen ist der Reichtum der anderen und geändert werden kann das nur durch einen grundlegenden Politikwechsel auch auf europäischer Ebene. Und dafür, genau dafür braucht es eine starke Linke im Europäischen Parlament. Liebe Genossinnen und Genossen, danke schön und jetzt lasst uns den Wahlkampf rocken.